Willkommen bei Arte Info Plus. Diese Woche geht es um eine Arte-Reportage mit dem Titel Demokratische Republik Kongo, die Gangs von Kinshasa. Guillaume Letellier, Sie sind der Co-Regisseur und heute hier bei uns. Guten Tag und danke, dass Sie hier sind. Guten Tag, William. Wir sehen uns einen Auszug an und dann sprechen wir darüber. Jedes Viertel hat seine Gang, eine Bande, die einen Teil des Territoriums zu verteidigen hat. Seht euch mal an, was die unseren Frauen antun. Das sind die Jungs einer rivalisierenden Gang. Die haben sie überfallen, nur weil die zu uns gehören. Noch nicht mal vor unseren Familien machen die Halt. Die täglichen Zusammenstöße in Kinshasa, hier gefilmt von Anwohnern, sind äußerst brutal. Seit 20 Jahren wüten die Gangs in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, einem wuchernden Moloch von Stadt. Guillaume, wovon handelt diese Reportage? Es geht um Gangs, ein Phänomen von unglaublicher Tragweite in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, das seit 20 Jahren das Leben der Bewohner verdirbt. Die heißen dort Kulunas und die tun von früh bis spät nichts anderes, als die Menschen in der Stadt auf dem Weg von oder zur Arbeit zu bedrängen, zu überfallen und zu erpressen. Das ist ein wirklich ganz massiv auftretendes Phänomen. Und seit 20 Jahren ist da keine Lösung in Sicht. Wie haben Sie von dieser Geschichte mit den Kulunas erfahren? Und wie sind Sie selbst ganz konkret zu ihnen gelangt? Ich könnte mir vorstellen, bis man in diese Kreise vordringt, das dauert schon etwas. Es waren einige Wochen Verhandlungen nötig. Ich war letztes Jahr wegen einer anderen Reportage in Kinshasa und habe dann in der lokalen Presse geblättert. Und das machte jeden Tag Schlagzeilen. Die Zahl der Übergriffe, getötete Polizisten, junge Menschen mit Macheten getötet. Und als ich etwas in Kinshasa herumspazierte, sah ich eben auch diese Banden rumlaufen. Das Gefühl der Unsicherheit war wirklich greifbar, es war wirklich stark zu spüren. Und da habe ich etwas nachgehakt, habe viel in der lokalen Presse gelesen und gesehen, dass sie neue Maßnahmen zur Deportation dieser Gangs in eine von der Stadt weit entfernte Provinz erlassen haben, um sie umzuerziehen. Daher die Idee, ich dachte, klappt das bei den ganzen politischen Ansätzen der letzten 20 Jahre? Ich wollte nachforschen und wissen, ob diese neue Politik Wirkung zeigt. Und ob Kinshasa dadurch nun sicherer ist. Für die Kontaktaufnahme habe ich mich auf ein Team gestützt, mit dem ich seit einigen Jahren im Kongo zusammenarbeite. Ich fragte sie, ob sie Zugang hätten. Dann gab es viele WhatsApp-Anrufe, damit die sich sicher fühlen. Und sie stellten auch einige Bedingungen. Das Ziel war wirklich, die Realität zu zeigen, Statements, bei denen sie ihr Gesicht zeigen, kein unkenntlich machen per Weichzeichner. Es brauchte einige Wochen Vorbereitung. Als ich dann von meinem Kontakt vor Ort grünes Licht bekam, sprang ich ins Flugzeug. Wie kann man dann vor Ort sicher sein, dass sie diesen Pakt nicht brechen und man nicht am Ende sein Leben riskiert? Naja, hundertprozentig sicher ist man da nicht. Das Ziel ist also, das Terrain im Vorfeld so gut wie möglich zu sondieren, ein Maximum an Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit man nicht in die Höhle des Löwen gerät. Für Draufgänger ist das nichts. Ich hatte schon über Gangs in Haiti und Papua-Neuguinea berichtet. Ich kannte mich etwas aus, wie man mit denen umgeht, doch null Risiko gibt es nicht. Mein Kontaktmann hatte alles gut organisiert. Ich bin mit einem ziemlichen Vertrauensvorschuss hin. Ich will, dass ihr euch diese Feiglinge, diese Hunde greift. Sie werden ihren Schmerz verstehen und kriegen unsere Rache zu spüren. Khalifas Gang ist bereit für eine neue Schlacht. Unsere Todfeinde, gegen die wir am häufigsten kämpfen, sind gleich da drüben. Da stehen sie. Sie wissen, wir werden einen der unseren rächen, komme was wolle. Und der Fluss hier ist die Grenze. Auf, gehen wir, weiter, gehen wir.
Wurde das nicht auch deshalb möglich, weil, wie Sie in der Reportage sagen, diese Gangs äußerst hierarchisch strukturiert sind? Also wenn man sich an den zumindest in der Clan-Hierarchie Rangobersten wendet, macht es das etwas weniger schwierig, wenn nicht etwas leichter? Ganz recht, William, das öffnet einem die Türen. Mit Zugang zum General ist das wie Dreharbeiten bei einer regulären Armee. Man hat die Genehmigung des, in Anführungszeichen, Generalstabs. Danach stehen einem die Türen offen und paradoxerweise waren wir so auch in Sicherheit und konnten vollkommen frei drehen, ungehindert. Nie sollten wir die Kamera runter oder das Mikrofon wegnehmen. Die haben uns tatsächlich alle Türen geöffnet und wir konnten, wenn auch nicht in aller Ruhe, dennoch sehr frei drehen. Hatten Sie Angst? Am Ende des Tages, wenn der Einfluss von Drogen und Alkohol zunahm, war es besser für uns, Feierabend zu machen. Gegen 17, 18 Uhr sahen wir, und das kriegt man auch in der Reportage mit, dass sie allmählich high wurden. Ich sagte zu meinem Fahrer und meinem Kontaktmann, jetzt brechen wir auf. Vor allem wollte ich nicht über Nacht bleiben. Der einzige Weg aus diesem Viertel raus war der durch ein anderes verfeindetes Viertel. Nachts, in die Falle wollte ich nicht tappen. Es war gefährlicher, von einer anderen Gang angegriffen zu werden, als von der, die wir gerade filmten. Wie erklären Sie und wie erklärt sich ganz allgemein das Aufkommen solcher gewaltsamer Gangs? Als in der Demokratischen Republik Kongo Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre der Zweite Krieg herrschte, fiel das mit einem schlimmen wirtschaftlichen Absturz zusammen. Und das ist das ganze Paradox. Ein Land so unglaublich reich an Bodenschätzen, Öl, Gold, Kobalt, Koltan, all das findet man dort. Potenziell ist es eines der reichsten Länder Afrikas. Aber offensichtlich werden die Bodenschätze von rücksichtslosen Konzernen ausgebeutet. Und die meisten Menschen dort sehen nicht all das Geld oder jedenfalls nicht die Profite dieser Rohstoffförderungen. Daher herrscht da diese tiefe, nicht enden wollende Wirtschaftskrise. Noch dazu ist Kinshasa ein stickiger Moloch. Im Alltag geht es da ums nackte Überleben. Und am Ende kommen die meisten nicht über die Runden. Und die Jüngsten ohne Familie, die natürlich keine Schule besuchen, schlagen sich am besten mit Clown durch. Viel verdienen sie dabei nicht, oft reicht das gerade mal für die nächste Dosis Drogen und etwas Alkohol, aber sicher nicht für Lederjacken oder das allerneueste Smartphone. Dafür reicht ihre Beute ganz und gar nicht. Und warum, denken Sie, waren Sie bereit, bei den Dreharbeiten Ihr Gesicht zu zeigen? Gute Frage. Das hängt wohl mit Ihrem Ego zusammen. Die fühlen sich halt geschmeichelt, dass da ein Journalist aus Europa sich für ihr Dasein interessiert. Viele Kameras kommen nicht in diese Viertel. Eigentlich nie. Noch nicht einmal ich, der ich oft in Kinshasa war, war je mitten in den Slums. Die waren wohl etwas neugierig, interessiert und sie dachten, gegenüber den verfeindeten Gangs wertet das auch ihr Ego auf, denn sie posten viel in den sozialen Netzwerken. In Kinshasa gibt es so viele Gangs und viel Konkurrenz zwischen den Gangs. Und die suchen zwar keinen Medienruhm, doch etwas Anerkennung schon. Gibt es eine grobe Statistik zur Bedeutung nicht nur der Kulunas, sondern auch der verfeindeten Gangs in Kinshasa? Gibt es da Zahlen? Naja, zwischen mehreren Dutzend und mehreren Hundert. Das sind sehr kleine Gangs und etwas größere Organisationen. Wirklich groß sind mehrere Dutzend. Und dann gibt es hunderte Minigangs. Tausende Jugendliche sind also Mitglied einer Gang. Man sagt dort nicht Gang, sondern Écurie, übersetzt Stall. So nennt man die. Und da gibt es zumindest einen Mann, der diese berüchtigten Kulunas verfolgt, ein Oberst. Wie würden Sie ihn beschreiben und wie sein Handeln? Die Polizei von Kinshasa hat einen grottenschlechten Ruf. Im Allgemeinen ist sie ganz klar sehr korrupt. Es gibt viel Kungelei. Dabei sind die herkömmlichen Methoden von Anfang der 2010er Jahre zur Verfolgung dieser Gangs ziemlich radikal.
Es gab da Sondereinsätze, das waren im Grunde standrechtliche Erschießungen, Kugel in den Kopf. Und dann ist da dieser eher humane Oberst. Er hält sich eher an die Vorschriften. Seit 5 Jahren schätzen die Bewohner ihn für seine Effizienz mit viel Präsenz vor Ort. Nicht allzu viel Kungelei, viele Verhaftungen. Es gibt eine sehr gute Analyse dieses gesellschaftlichen Phänomens, das Wie und Warum dieser Kulunas. Ich hatte es mit einem sehr gut organisierten, sehr beredten, überzeugenden, populären und von den Bewohnern geschätzten Mann zu tun. Was wird aus den Kulunas nach ihrer Verhaftung in diesen Einrichtungen, die Sie ja gefilmt haben? Einige gehen den traditionellen Weg, also direkt ins Gefängnis. Andere, mit einigen persönlichen Beziehungen und etwas Bakschisch, kommen frei und viele gehen nach Katanga, in die Stadt Kanyama Kasese. Da sind über 2.000 bis 3.000 junge Kulunas in Camps. Da will man sie umerziehen. Dort sollen sie 1 Jahr lang in der Landwirtschaft oder als Schreiner arbeiten und all das jenseits von Recht und Gesetz. Denn kein Richter fällt das Urteil, ihr leistet jetzt mal gemeinnützige Zwangsarbeit. Und deshalb sehen einige Bürger von Kinshasa das als Deportation an und Zwangsarbeit. Aber zur Wirksamkeit dieser Maßnahmen muss ich sagen, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie sehen Sie die Zukunft nicht nur dieser Kulunas, sondern auch im Allgemeinen die Zukunft der Jugend im Kongo in eben jener Alterssparte? Ich liebe dieses Land. Ich bin oft dort. Das Land ist faszinierend. Und dennoch ist die Bilanz jedes Mal, wenn ich wieder fortgehe, niederschmetternd, zum Verzweifeln. Es gibt nicht viele funktionierende öffentliche Einrichtungen. Der Staat ist ziemlich schwach, die Korruption Teil des Systems. Sie verdirbt buchstäblich alle Gesellschaftsschichten. Es gibt ein rasantes Bevölkerungswachstum. Die Stadt erstickt. Das heutige Kinshasa kann seiner Jugend nicht gerecht werden, hat nicht für alle Arbeit, nicht mal Wohnungen oder Platz in den Schulen. Ganz ehrlich, eine schnelle Lösung sehe ich da nicht, außer mit unverhältnismäßigen Polizeimaßnahmen. Aber diese Polizisten muss man auch bezahlen. Und für die Ausrüstung fehlt dem kongolesischen Staat das Geld. Das sieht man in der Reportage. Wenn die dort Gangs verhaften und sie abtransportieren wollen, dann mieten sie gelbe Kleinbusse auf der Straße. Die kaufen Plastikhandschellen in einem Werkzeugladen. Man spürt, das ist alles sehr improvisiert. Die Polizei hat absolut nicht die Mittel, um für Ordnung zu sorgen. Sie ist vom Ausmaß dieses Phänomens vollständig überfordert. Also zeigen Sie hier ja eigentlich das Verschwinden des Staates. Schon, das spüre ich wirklich jedes Mal, wenn ich im Kongo bin. Die Schwäche des Staates, sei es bei den Krankenhäusern, der Polizei, der Verwaltung, den Flughäfen. Wenn Sie mal in die Demokratische Republik Kongo fliegen, werden Sie sehen, was ich meine. Vielen Dank, Guillaume Letellier, dass Sie heute bei uns waren. Noch einmal der Titel des Films, den Sie für Arte Reportage gedreht haben: Demokratische Republik Kongo, die Gangs von Kinshasa. Natürlich auch immer wieder zu sehen auf unserer Webseite arte.tv. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Bis bald auf Arte. A bientôt sur Arte. Bis bald auf Arte.